Ja, hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde. Willkommen wieder zurück bei eurem Vodazin. Das Ganze mit Pirates of the Carabiner. Jetzt wollte ich auch wieder ein anderes Wort sagen, aber es hat noch geklappt. Erstmal ist mir gerade aufgefallen, in meinem letzten Video fehlte mein Intro. Das fiel mir aber erst beim Hochladen ein und ich wollte es nicht nochmal rendern. Also, auch egal. Passiert. Ja, wir haben angefangen mit dem Piratenhaus, ne, mit dem Fertigstellen der Steine. Haben noch nicht viel gemacht eigentlich, ne? Wir haben die Brücken gesetzt und das war's eigentlich auch schon. Ich habe jetzt dann für euch das Video oder die Folge Nummer 3, wo wir dann auch anfangen zu bauen. Und zwar schon so ein bisschen mehr. Deshalb wünsche ich euch viel Spaß. Jetzt kommt aber mein Intro und dann geht's los. Ciao, ciao. Oder bis gleich. So, da sind wir angekommen in Folge 3. Folge 1 habe ich euch ja gezeigt, was ich hier schon gebaut hatte. Vor allem die Achterbahn. Hab euch dann noch ein bisschen das hier gezeigt. Hab das ein bisschen ausgebaut. Ja, und dann habe ich was Neues angefangen. Und zwar möchte ich das Piratenhaus bauen. Das große. Das wird sich hier stattfinden. Ich habe ja letzte Folge mit euch das Sculpting gemacht, der Berge. Hab die zwei Brücken schon mal hingesetzt, ungefähr da, wo sie auch hin sollen. Später. Und habe dann gesagt, wir fangen hier am linken Stein an. Das werden wir eigentlich auch mal tun. Das Problem ist nur, wo fängt man an, ne? Also, das ist echt der Wahnsinn. Foundation brauchen wir. Ich habe hier gesehen. Dass das hier eigentlich recht lang gezogen wurde. Ach so, wir machen mal wieder Pause, ne? Weil sonst haben wir ja irgendwann dunkel. So. Dann haben wir aber keinen Ton, ne? Ist auch doof. So, dann haben wir wenigstens noch ein bisschen Hintergrundton. Ich mache ihn euch mal ein bisschen lauter. So. Erstmal reinklicken. Dann wollen wir mal. Wir haben hier eine Mauer. Ist aber leider gut. Haben wir etwas wie eine kaputte Mauer? Nein, jetzt. Mal ein bisschen ins Bild reinzoomen. Ach, das da ist eine Treppe. Okay, also vier soll später irgendeine Treppe runterführen. Lustig. Also hier soll wohl was wie ein Ausguck hin. Von dem dann auch die Treppe abgeht.
So. Dann brauchen sowas. Brauchen wir das? Ja? Zwei. Oh, ich finde, das sieht sogar gar nicht schlecht aus mit den Seilen dann da drunter. Problem wird jetzt diese kaputte Mauer da irgendwie kriegen. Weiß nicht, wie ich eine kaputte Mauer mache. Ja, wir haben ja unsere Wände. Die sind halt ganz. Schlecht zu. Dann noch Operation. Attachment. Dann brauchen wir. Das passt nicht in den Stil. Zu groß. Das würde passen. So, dann kommt da nämlich noch ein Wappen rein. Gucken, wo das ist. Ich hab da nämlich ein ganz bestimmtes im Kopf. Aber wo haben wir das? Decoration. Ja. Oh, wie man sieht. Ich hätte natürlich trotzdem lieber hier so eine kaputte Wand, ne?
Nein, weil die Wand bedingt. Oh, da haben wir das. Oh. Das hätten wir. Dann haben Das wird jetzt problematisch. Denn wir daneben alle. Passt nicht. Und weiter. Also rein. So. Dann Terrain. So. Ein bisschen gechiselt. Was? So. Hier. Können wir denn dahin machen? Da ist normalerweise da sowas hier. Das schauen wir von Natur falsch rum. So. Nee. So. Hier kommt interessant. Jetzt wollen wir mal schauen. Röhrenartiges. Was du so dünne Rohre haben wir nicht. Perfekt. Das drehen. Bringt dann nichts. Das konnte man verdrehen. Ja, das ist dann
Ach, Mist. Ja, da müssen wir es mit diesen Rohren machen. Was ne? Da muss man da Trick anwenden. Das hier geht. Mal nicht. Frag mich, warum die das. Ich habe das doch in einem Video gesehen, da konnten die sowas drehen. Warum kann ich das nicht? Ja, dann kümmern wir uns da später drum, was da hingehört. Hier unten. Mach noch mal eine Plattform hin. Auch ein bisschen Tag. Nee, so dürfte es gerade sein. Mit der Treppe. So. Aber ich glaube, die müssen echt weiter reingeht nicht. So, dann brauchen wir hier unser Terrato wieder. So. Damit wir dann hier. Haben die denn dafür so eine Kuh genommen? Aber warum? Weil das ist auch schrecklich. Das passt nicht. Wir nehmen die. Die passt zum. Hey.
So. Ja, das ist. Das ist in Ordnung. Dann brauchen wir wieder. Nee. Und so. Auch wenn auch tatsächlich nutzt. So. Aber damit das noch ein bisschen schöner aussieht, werden wir da sowas wie einen Zaun machen. So. Klickt man gerade drauf, ey. Oh, manchmal stehen ja auch Piraten auf ein bisschen Sicherheit. Weiß ja nicht. So. Hier, das machen wir später mal. Hier müssen wir noch ein bisschen painten. Was können wir das nicht sein werden lassen? So. Und an sich sieht das schon mal nicht schlecht aus. Hier unten. Das so haben ihn. Weil da sowas wohl wie ein Gefängnis hinkommt. Jetzt nicht unbedingt Bombe aus, aber wird noch glauben. Schön grob.
So. So richtig nach Steine. Ach, mal die Insel. Donnerfell. Heißt, wir können nachher richtig schön ein bisschen modellieren. In verschiedensten Sorten. Und dann mit den verschiedensten Sachen. Gucken, was irgendwie gut aussieht. Haben wir eigentlich sowas wie Ketten? Ich glaube nicht. Nee. Gehört hier auch ein anderes Stück mal. Ich vermute mal, die Brücke hier werden wir nachher selber bauen. Schade. So, und weg ist es. Hier könnten wir mal rein aus. Mal alles etwas rot beleuchten. Mal gucken, wie das nachher wirkt. So, kann man ja mal ausprobieren. Ja, hier hinten muss noch irgendwie. Also. Mal gucken, wo das sieht aus wie ein Holzgestell. Oh, mal gucken. Denke, sowas kann man ja nicht nehmen.
Jetzt nehmen wir den nochmal. Hoch. So. Halt über den einmal drehen. Nochmal. Renn. 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 So. Ach, wir haben es ein bisschen. Ja. Noch nicht ganz so gruselig aus. So, dann basteln wir als letztes jetzt noch die Mega-Flagge hier, Fackel hier hin. Aus irgendwas. Woraus könnte man denn die... Ja. Ah, mit diesen ganzen Objekten und der Kamera ist schon mühselig, Mann. Stand schon wieder nicht richtig. So. Schon besser. Brauchen wir nur noch was, was aussieht wie ein, ja, wie so ein Fackelkorb. Möglichst natürlich leicht bedrohlich. Ja, kann man nicht schlecht, finde ich. Schnell bei 10 Drops.
Könnten wir das theoretisch auch da machen? So. Hä? So. Move. Dann Scenery. Wir nehmen das. Und jetzt? Aha, wir haben sogar Exp. Können wir mal gucken, wie das so aussieht. Passt nicht so ganz. Yeah, das gefällt mir. Das sieht doch noch was aus. Oh, wir sind schon weit über der Zeit. Gut, dann möchte ich mich hier an der Stelle verabschieden. Wir haben ja schon ein gutes Stück geschafft. Nicht so viel, wie ich wollte, aber hey, das dauert halt ein bisschen. Ich danke fürs Zuschauen, sage bis demnächst, würde mich natürlich freuen über einen Daumen hoch, Kommentar, Abo, alles gerne dalassen. Und dann sage ich bis zur nächsten Folge, wenn wir weitermachen mit unserem Piraten. Bis denn. Ciao, ciao.